Hallo Leute, da bin ich wieder. Ich weiß gerade nicht, ach so, mein Mikrofon sollte ich mir vielleicht auch hierher holen. Dann hört ihr mich vielleicht besser. Lauter, etc. Wenn es jetzt ruppelt und reißt und hier und da, das ist alles, was ich mein Mikrofon gerade herhole. Also ich kam das gerade aus meinem Kästchen, wo das immer drin liegt und ja. So, ganz zu Anfang. Ich habe... eine Überraschung für euch. Nein, nicht für euch, sondern für den lieben Sam. Der hat heute am 25.08. Geburtstag. Heute haben wir doch den 25.08., oder? Ich gucke auf mein Handy. Also mein PC hat jedenfalls gesagt, es war der 25. Ja, mein Handy sagt das Gleiche. Mein Handy sagt allerdings auch, es ist 1 Uhr nachts. Also, nicht so laut, liebe Leute. Jedenfalls ich nicht. Ihr schon. Ich nicht. Ihr doch. Und das Spiel nicht. Ach, wir kriegen das schon hin. Da steht eine Statue. Ist euch die Statue die ganze Zeit auch schon aufgefallen? Wenn ja, wart ihr schlauer als ich. Mir ist sie nämlich gerade erst aufgefallen. Wohl nein. Vorhin, als ich geguckt habe, ist sie mir auch aufgefallen. Egal. Ich brabbel schon wieder viel zu viel. Also ich glaube, da kommt gerade der hoch. Oder auch nicht. Warum habe ich den Kopfhörer am Ohr? Ich muss das spielen. Ich muss die Musik ja nicht hören. Die müssen nur ihr hören. Ich nicht. Ihr. Ich nicht. Ich wiederhole mich zu viel. Okay. Was wollte ich? Ach ja, ich wollte den lieben Sam grüßen. Weil er erstens Geburtstag hat. Und zweitens... Was habe ich getan? Jetzt ist es dunkel. Ach so, okay. Ich war gerade verwirrt. Und zweitens... ja, was soll ich noch sagen? Mein Spiel hängt. Aber das seht ihr nachher selber. Aber das wollte ich euch gar nicht sagen. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach ja, ich weiß es wieder. Haha, ich bin gut. Oh, ich habe gar keine Laufschritte mehr über. Das fällt mir jetzt gerade auf. Ja, sollten wir mal vielleicht so laufen und so. Was mir jetzt wieder einfällt, was ich ja sagen wollte. Die Zauber haben wir auch alle schon. Nee, das wollte ich jetzt auch nicht sagen. Ich bin heute so durch, Leute, das geht gar nicht. Ah Gott. So, jetzt von Anfang. Ich glaube, ich schneide das hier gleich alles raus. Aber ich halte ja nicht viel von Schneiden. Ja, nochmal zum Anfang. Was ich jetzt konkret euch sagen wollte, ist, dass Sam heute Geburtstag hat. Und Sam mir gerade sagte, ihm wurde bis jetzt noch kein Geburtstagslied gesungen. Seitdem er nicht mehr so ein kleiner Pimpf ist. Naja, versteht sich. Deswegen, original und nur für Sam, gibt es ein Geburtstagslied. Und für alle anderen, die heute auch Geburtstag haben, die sich das Video angucken, die sich auch ein Geburtstagslied wünschen, aber keins kriegen, ihr könnt euch auch gerne denken, dass es für euch ist. Es ist jetzt eigentlich originell für Sam, aber scheiß drauf. Also, mein lieber Sam, so viele Jahre, wie ich dich jetzt schon kenne, habe ich dir noch nie ein Geburtstagslied gesungen, was ich faszinierend finde, weil ich eigentlich dachte, ich habe dir schon ein Geburtstagslied gesungen. Und ich weiß gerade nicht, was da im Spiel passiert. Ah, ich bin verwirrt. Er greift, sie war hier, als er stehen für sie weiß, wo wir suchen müssen. Hä? Ja, tut mir leid, Sam. Jetzt muss dein Geburtstag warten. Was ist das? WTF, wer ist das? Lambert. Heute ist alles durcheinander, Leute. Das merkt ihr schon gerade. Eigentlich sollte jetzt das Geburtstag kommen. Dann kommt das Lied nach dem Text. Fett. La. So. Da. Hier. Da. Lambert. Gestattet mir, mich vorzustellen. Ich bin Lambert, Hauptmann des imperialen... Nee, das heißt der imperialen Garde. Egal. Seiner Majestät Imperator Meredor. Wir suchen nach dem Stern, der gestern Nacht vom Himmel fiel und wir scheinen gerade noch rechtzeitig kommen zu sein. Aber wer seid ihr, edle Dame? Das führt euch in dieses Dickicht. Fortfahren. Inuel. Der Name ist cool. Ich weiß nicht. Ich kann mich an nichts erinnern. Der Aufprall, ich soll irgendwas tun. Lambert, ich
Wirklich keine Ahnung. Mein Gedächtnis ist wie unter einem schwarzen Schleier. Der Flug gibt der Aufprall. Ich soll irgendeine äußerst wichtige Mission erfüllen. Lambert, wenn ihr nichts dagegen habt, werdeten wir euch in die Hauptstadt geleiten. Ihre Majestät möchte euch unbedingt kennenlernen. Inuel? Ja, das wäre vielleicht das Beste. Lambert, meine Männer stehen zur Verfügung. Zu eurer Verfügung, meines ab. Eigentlich heißt es doch Milady. Ach, egal. Inuel. Ich heiße Inuel. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Aber wir müssen uns beeilen. Ich spüre, dass ich nur kurz in diesem Land verweilen werde. Wie jetzt? Cool. Heißt das, ich muss jetzt den ganzen Weg zurücklatschen, damit diese Pussy da hinten ankommt? Ich habe gerade Angst, mich zu bewegen, aber scheiße. Die wird schon lang genug da bleiben. Ja, also müssen wir jetzt den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Habe ich das richtig verstanden? Ich hoffe doch. Während wir hier so schön den Weg zurücklatschen, kann ich da jetzt Sam sein Geburtstagssternchen bringen. Erst muss ich aber gucken, wie ich lachen muss. Weil sonst wird das hier wieder nichts. Das weiß ich jetzt schon. Gut, wir müssen da lang. Also mein lieber Sam, spitz die Lauscher, dreh die Boxen nicht zu doll auf. Ja, hier kommt dein Geburtstagslied. Ich höre mich gerade ein wenig komisch an, merke ich gerade selber. Nein, nein, da kommt ein kleines komisches Männchen angerannt, ich will doch nicht kämpfen. Und da hinten steht noch so ein komisches kleines Männchen. Nee, da hinten. Ach, der kommt auch noch von der Seite. Oh, super. Und jetzt auch piss scheißegal. Piss scheißegal. Ja, das ist auch mein Ausdruck. Ist auch gut. Also Sam, ich habe jetzt schon 5-mal angesetzt, um dieses Scheißlied zu singen. Ich bin doof oder so. Ich bin halt echt nicht ganz kirre im Kopf. Jetzt kommt auch noch eine Schlacht dazwischen mit Elfen und was weiß ich nicht. Und das ist mir jetzt aber scheißegal, weil ich will jetzt Sam dieses verpisste Geburtstagslied singen. So. Es kann auch sein, dass diese ganzen Aufnahmen hier total verhunzt sind, weil ich total leise bin und hab ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Aber es soll mir egal sein. Denn man tut das für seine Freunde und ich tue alles für meine Freunde und meine Freunde tun auch alles für mich. Und daher scheiß mir gesprungen. Ne? Mach dir selber und alles, hast du nicht gesehen? Ich rede schon wieder viel zu viel. Sam, ich kenne dich jahrelang. Ich habe dir noch nie ein Geburtstagslied gesungen, habe ich auch schon erwähnt. Heute werde ich es tun, im Video werde ich es tun, es wird auf YouTube erscheinen und es kann jeder sehen. Und ich mache mich bestimmt total zum Affen. Das ist mir gerade egal. Ich weiß gar nicht, was die kann. Was kann die? Was die heilt. Okay, die heilt. Ja, gut. Ich hab 2 Heiler. Also. Ganz ruhig. Jetzt kommt, ganz exklusiv für dich, originell, ohne zu schneiden, ohne irgendwas zu tun, dein Happy Birthday von mir für dich. Alle werden es hören, es ist mir scheißegal, auch wenn ich krumm und schief singe, es ist mir scheißegal. Also, hör es dir an, fall tot um, ist mir scheißegal. Nein, fall bitte nicht tot um, ist mir nicht egal. Ich rede schon wieder viel zu viel. Und ich sag zu oft, ich rede zu viel. Bitte, bitte, deabonniert mich nicht, ihr komischen kleinen Kinder, die mich abonniert haben. Nein, ihr seid keine komischen kleinen Kinder, aber ihr seid so süß. Okay, lassen wir das ganze Gebrabbel und Geballer und hab ihr mich gesehen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Sam. Happy Birthday to you. Tada! Ich wünsche dir einen wunderschönen Geburtstag. Ich weiß ja nicht, wann du das Video guckst. Entweder ist dein Geburtstag schon rum
Oder einfach mitten im Gange, oder ich störe dich gerade mittendrin. Was auch immer. Aber ich wünsche dir einen super schönen Geburtstag. Ich wünsche dir ganz, ganz viele Geschenke, ganz viele Glückwünsche, ganz viel Freude und ab auf die nächsten Jahre. Ja, so, jetzt fahren wir fort. Jetzt haben wir das Geburtstagslied hinter uns. Wir haben, ja, das Geburtstagslied hinter uns. Was wollte ich noch? Ich wollte noch irgendwas in den Videos. Was wollte ich? Was ist das? Du bist das Fröhlein. Was wollte ich in den Videos noch? Ach ja, genau. Ankündigung. Ich habe eine Ankündigung, Leute. Denn, wie ihr sicherlich bemerkt habt, habe ich ganz schön nachgelassen mit meinen Videos. Was aber nur daran liegt, dass ich momentan ja, zigtausend andere Dinge zu tun habe. Ich muss Bewerbungen schreiben. Das hält auch kein anderer YouTuber auf, ich weiß. Aber ich muss Bewerbungen schreiben. Ich muss ja, mich um mein Hündchen kümmern, was momentan wieder total kirre im Kopf ist. Da ist schon wieder irgendwer aufgetaucht. Ich lese euch das sofort vor. 4 wird weitergespielt. Ist auch in Planung. Hat sich jetzt nur verzögert, weil mein PC die letzten Tage rumgesponnen hat. Das spiele ich jetzt gerade weiter. Wie ihr seht, kommen wir da auch endlich mal weiter, weil ich da eine Richtung eingeschlagen habe. Was haben wir denn noch? Wir haben Prototype. Entweder werde ich das alleine fortsetzen, werde mir irgendwie einen anderen suchen, der das mit mir spielt. Nee, nicht spielt, das hört sich wieder an. Egal. Oder ich kriege meine Freundin dazu, wieder herzukommen. Vielleicht kriege ich sie ja dazu, wenn ihr in die Kommis schreibt, dass ihr Prototype hören wollt. Gucken wollt, hören, gucken, was auch immer. Dann habe ich noch zu sagen, sicherlich gucken einige von euch RTL. Sicherlich haben einige diesen doofen Bericht über die Gamescom mitbekommen. Gamescom mitbekommen, ja, auch gut. Ich werde euch unten in die Infobox da so, ne? Werde ich euch einen Link reintun von Rainer Schauder. Er hat wirklich, ich muss sagen, Hut ab für ihn. Er hat ein Video gemacht, extra wegen diesem Gamescom-Ding von RTL. Ich möchte, dass ihr alle auf diesen Link klickt, alle auf den Beschwerdelink klickt, den er in seinem Video unten in die Infobox getan hat. Klickt drauf, beschwert euch. Bleibt sachlich, bleibt freundlich, aber beschwert euch, wenn ihr euch beschweren wollt. Denn ich finde es oberst mystisch, wie RTL über Gamer abzieht. Ich spiele selber, seitdem ich ein kleiner Pimp war, spiele ich selber Games. Ich spiele alles, egal was. Aber ich finde es einfach affig. RTL macht die Leute nieder, RTL weiß nicht, was sie da tun. Ich weiß nicht, aber wissen sie es doch? Ich weiß es nicht, ist mir auch egal. Aber bitte, bitte, klickt auf das Video in der Infobox, wenn ihr nichts anderes für mich tut. Ihr müsst mein Video nicht favorisieren, ihr müsst es nicht Daumen hoch geben, ihr müsst keine Kommentare schreiben, aber klickt auf diesen verdammten Link in der Infobox und guckt euch das Video von Rainer Schauder an und ja, wenn ihr euch beschweren wollt, beschwert euch. Bombt RTL zu über diese Pressebox, macht was ihr wollt. Aber klickt auf diesen Link. Guckt euch das Video an. Bitte, bitte. Mehr Bitten habe ich nicht. Doch, ich habe die Bitte, dass ihr meine Videos weiterguckt. Aber sonst habe ich keine Bitten. Okay. Geht weiter im Text. Und zwar von Firi. Diesen komischen Mann mit dem großen, großen Kreuz. Das unheimlich cool aussieht. Ich weiß auch gerade nicht, wie lange wir schon aufnehmen, weil ich lasse momentan kein Uhr mehr laufen. Egal. Also. Firi. Oh, sieh einer an. Wenn das nicht der große Lammblatt ist, nee, höchstpersönlich ist, Bewahrer des wahren Glaubens, Beschützer der Bauern, und wer ist eure schöne Begleiterin? Meine Ehrbietung, ich bin Fähre, bescheidener Diener des Allmächtigen. Dürfte ich euren Namen erfahren? Inue, mein Name ist Inue. Ich muss mit dem Imperator sprechen. Fähre, müsst ihr das? Ach, wir haben schon überall nach euch gesucht. Ich werde euch gern persönlich zum Imperator führen. Sir Lambert ist ein guter Soldat, aber sein Platz ist das Schlachtfeld, nicht der Palast. Folgt mir, eine bequeme Kutsche wartet bereits auf euch.
Lambert, sie wird euch unverzüglich zur nächsten Festung der Inquisition tragen. Was verbergt ihr da unter euren Kleidern, lieber Fähre? Einen vergifteten Dolch? Oder vielleicht eine Fiole mit Gift? Fähre, wie unhöflich und kurzsichtig von euch, Lambert. Hört auf meinen Rat, kehrt in eure Kaserne zurück und kommt mir nicht in die Quere. Lambert, ich werde euren Rat keinesfalls befolgen. Außerdem habe ich weder Zeit noch Lust, eine Unterhaltung mit euch verschwindet. Fähre, ihr werdet eure närrischen Dickköpfigkeit noch bereuen, Lambert. Yay, tschüss. Doch nicht tschüss? Jetzt habe ich Angst. Alter, wie viele Leute hat der? Spaß, der. 880, 440, 440, 390, 480. Dann würde ich mal sagen, Attacke, Lambert. Attacke, mein Ela. Ich hab den Namen vergessen. Was soll ich tun? Da kommt der nächste. Chaka. Ist das jetzt schlimm, dass ich den Namen vergessen habe? Ich müsste jetzt gucken, wie heißt du, Maka? Bitter. Cool, der heißt einfach nur Bitter. Eigentlich müsste alles okay gehen, weil ich habe zwei Heiler dabei. Okay, der geht gleich auf die Heiler drauf. Gut. Achso, es könnte sein, dass ihr nebenbei meinen Fernseher hört. Die ganze Zeit schon. Kann ich dann aber nichts für, weil hätte ich den nicht an, könnte ich nicht Let's Playen. Auch gut. Tolle Erklärung, oder? Finde ich auch. Heil du auch mal, Mädel. Dankeschön. Ach, die haben auch eine Heilerin. Super! Dann muss ich erst die dumme Heilerin ausschalten. Oh, wie der dauernd verfehlt. Nein! Entschuldigung. Nein, ich muss erst die Heilerin töten. Wie scheiße. Wieso haben die Bösen immer eine Heilerin dabei? Das ist doch doof. Puh. Ja, lasst meine Heilerin in Frieden. Ich brabbel heute nicht so viel wie sonst. Doch am Anfang des Videos habe ich ganz viel gebrabbelt, aber sonst. Hallo, warum kann der mich immer? Zweimal hauen. So, jetzt aber hier. Hau mal. Ein Krieger des Imperators. Ups. Der ist gleich weg. Was soll ich tun? Aber oh, warum kann der zweimal hauen? Das ist doch arg. So, jetzt ist er weg. Zack. Weg ist er. Okay, der Bogenschütze geht wieder nach hinten. Ist das ein Arsch? Ja, geh mal auf die Trüssel drauf. Ach ja, ist das wieder spannend, mir zuzuhören. Lampard. Und nochmal Lampard. Jetzt heilt die Heilerin sich selbst und heilt alle anderen mit. Das ist doch... Jetzt läuft die auch noch weiter weg, du volle Hure. Entschuldigung. Sollte man nicht sagen. Jetzt fällt ja gleich tot um und... Oh Gott. Geht doch sterben. Ja, der Magier geht jetzt auch noch auf den Drachen.
krieg da Kotzen schon wieder. Ich krieg da Kotzen, Leute. Was kann ich für euch tun? Also ich weiß, dass ich einen von den beiden Makars gleich nach da hinten schicke. Bin schon unterwegs. Jawohl. Du Makar läuft jetzt nach da hinten. Soll ich jemanden erschießen? Ja, wen lasse ich jetzt umhauen? Lambert fällt mir gleich, glaube ich, um. Eigentlich müsste ich die Heilerin umhauen. Aber oh, ich finde das immer so lustig, wenn die Inne machen. Ich fühle eine große Last. Eigentlich müsste ich jetzt als erstes die Heilerin kaputt hauen. Wen nimmst du? Du nimmst auch wieder die Heilerin ab. Ja, Lambert braucht Hilfe. Lambert fällt gleich tot rum, das sehe ich jetzt schon kommen. Und die Tussis, Alter, nicht schon länger, wo bleibst du das denn, du Hure? Entschuldigung. So was sagt man nicht, du Toto. Verdammt! Was mache ich jetzt? Lass den jetzt da hinten hinlatschen. Bogenschütze kann nämlich nicht. Super. Verfehlt. Hier, na, irgendein schön. Einen habe ich schon weggerumst gerade. Was kann ich für euch tun? Jetzt läuft sie wieder weg und die kleine Schlampe bleibt stehen. Das war so klar. Der Tod. Soll ich jemanden erschießen? Flieg! Oh, Leute, ich hasse es schon wieder. Wo ist denn der andere Magier hingelatscht? Ach, da hinten hin. Oh. Wer braucht Hilfe? So ein Bastardenkind. Wer will mich besser? Bleibt das Weibchen wieder weg. Dum, 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 dum. Nein, bleib da stehen, Lamm. Ich wollte gerade Lambert sagen, aber Lambert ist das vergangen. Ich bin verwirrt. Das Gesöcks im Arsch hier weg, ey. So. Jetzt kann ich erstmal in Ruhe heilen und dann gucken wir mal, dass wir die anderen
Könnte Kopf nicht auch noch wegtun. Ach so, verstanden. Versteckt Madame sich jetzt hinter meinen Leuten. Es droht kein Verderben. Unkluger Schachzug, Madame. Der Tod. Denn auch da krieg ich dich. Join! So, Madame. Das war dann mal das Todesurteil. Kupzung. Todessieg. So, Attacke auf. Brrr. Wir nehmen die Magie jetzt erstmal. Obwohl, nein, wir laufen auf den Zauberer. Oh, ich komme gar nicht ganz hin. Das ist der Bogenschütze. Der Zauberer steht da hinten. Oh, ich bin heute doof. Ich dachte, ich bin verplant. Ist wieder so ein langwieriger Kampf, der nicht enden will. Auf die Zauberer. Tadum. Tschala. Wir kämpfen sich gerade selber. Das ist auch gut. Yay! Soll ich jemanden erschießen? Musch. Ich weiß gerade gar nicht, wie lange ich den Part mache. Auch gut. Flieg! Jawohl! Ich glaube, nach dem Kampf oder so mache ich erstmal einen Cut und gucke, wie viel ich schon habe. Und dann komme ich wieder. Und mach vielleicht weiter, oder ich mach morgen weiter, wenn ich ausgeschlafen bin. Oh, wenn ich ausgeschlafen bin, das ist ein guter Witz. Wenn ich denn ausgeschlafen bin, heißt das. Warte mal, ich werde, da sitzt schon wieder irgendwer. Ah, wo ist die wieder? Doofe Sache. Das ist halt scheiße, wenn man nicht eben Bescheid sagen kann. Du, ich gehe mal eben. Aber nicht mein Bier. Kann ich gehören. Ach so, ich muss angreifen. Sagt mir das doch einer. Ich dachte, ich wäre schon wieder mit Heilen dran. Meint jetzt, weil er da runterläuft, kann er sich besser verstecken, ja? Einmal der da. Und die andere ist wirklich der da. Und den kannst du hauen, Lambert. Siehst du. Ja, den da. Zack. Und nochmal. Meine Fähigkeiten haben. Cool, ne? Komm, verlassen. Tschakka, wir haben es geschafft. Feri, wir sprechen uns nach Lambert viel früher als erwartet und diese Unterhaltung wird äußerst schmerzvoll für euch sein. Das glaube ich nicht. Lambert, was ist mit euch... Was ist mit euch geschehen, Lambert? Fortfahren. Gift, verflucht. Nein! Das war furchtbar. Warum sollte denn man euren Tod? Lambert, er ist ein Agent der Inquisition. Früher waren sie Diener des Glaubens, aber diese Zeit ist schon lange vorbei. Heutzutage dienen sie nur ihren eigenen Zielen und fürchten sich vor jenen, die vorgeben, Gesandte des Himmels zu sein. Es gab schon viele falsche Gesandte, die sich als Engel aufgaben. Sie sind der Hauptgrund dafür, dass sich das Imperium vom wahren Glauben abgewandt hat. Sieg! Sieg! Oh mein Gott! Leute, ich hab die erste Kampagne durch! Yay! Yay! Oh mein Gott, ist das cool! 100... Ja! Okay, wir haben zwar nicht überall über 100% erreicht, aber...
Chuistro, wir haben's durch. Was passiert, wenn ich auf Fortfahren drücke? Soll ich da jetzt mal draufdrücken? Soll ich da draufdrücken? Nein, ich drücke da erst drauf, wenn wir... Oder nein, ich drücke da doch schon drauf. Fortfahren. Auf Befehl des Himmelsfürsten erschienen die Gesandten des Himmels vor Imperator Meredor. Was sie zu sagen hatten, war einzig für die Ohren des Imperators bestimmt. Aber schon bald verkündeten die Herolde seinen Befehl. Inuels Mission wurde heilig gesprochen. Und jeder Untertan des Imperators musste ihr jede nur erdenkliche Unterstützung zukommen lassen. Aber der Großinquisitor Johann der IV. Hatte etwas gegen seinen Machtverlust. In ihrer Gier nach Macht betrachtete die Heilige Inquisition Ionels Kommen als Bedrohung und beschuldigte sie der Ketzerei. Die Geschichte der Menschheit hatte schon viele Verschwörungen gegen das Imperium erlebt, die mit dem Willen des Himmelsfürsten gerechtfertigt worden waren. Der Imperator hatte dies jedoch vorhergesehen. Er befahl Lambert, Ionel überall hin zu begleiten, ihr zur Seite zu stehen und sie mit allen Mitteln zu beschützen. Sogar auf Kosten seines eigenen Lebens. So Leute, wir haben die erste Kampagne durch! Strike! Okay. Lambert. Meine Dame, der Imperator hat mir befohlen, das zu eskortieren, denn ich wüsste gern, wohin wir gehen. Nee, da stand, wo wir hingehen, aber egal. Inuel, unser Weg führt nach Südosten. Ins Land der Zwerge wird eine lange Reise. Diese Ländereien sind wirklich gewaltig. Lambert, in das Land der Clans? Vor langer Zeit waren sie unsere Verbündeten im Kampf gegen die tote Horde. Vielleicht werden sie uns wieder bestehen, wenn schwere Zeiten kommen. Inuel, wir müssen uns beeilen, damit mein Ziel auf dieser Welt ist begrenzt. Auch meine Zeit. Meine Zeit. So. Aber... Fick dich. Können Sie, Stafford, der Imperator persönlich befallen, mich in meiner Einheit aufzunehmen. Sag, warum liegt ihm ein einfacher Ritter so am Herzen? Stafford, das weiß er nicht, Herr. Vielleicht liegt es an der Beziehung meines Vaters. Er hatte schon immer den Wunsch, mich in der Seite des Hauptmanns zu sitzen, dessen Tapferkeit und Edelmut eines Tages in die Geschichte unseres ruhmreichen Imperiums eingehen würden. Lambert, dein Vater scheint mich gewaltig zu unüberschätzen, Stafford. Aber gut, fürs Erste reicht mir deine Antwort. Gut, da hätten wir unser Ziel. Hallo, ich würde gerne wieder da hoch. Hallo, mal wieder hoch, Leute. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ach, wir sind da unten. Sagt mir das doch einer, dass wir da unten sind und nicht da oben. Wen haben wir denn noch dabei? Knappe, Lehrling, Inuel, Ritter. Okay. Aber Leute... So leid mir das jetzt tut. So leid es mir tut. Ich speichere hier. Speichern. Akt 2, Runde 1. Ja, wir speichern. Auf Akt 2, der Aufstieg könnte in der Aufstieg der Inquisition. Oh Gott, ich kann das nicht aufsprechen. Runde 1. Wir speichern hier. Machen wir beim nächsten Mal hier weiter. Jetzt geht's voran. Jetzt haben wir alles geschafft, was wir auf der anderen Karte nicht schaffen mussten. Ich hätte gar nicht so oft gegen die komischen Bäume kämpfen müssen. Ist mir auch aufgefallen. Dann wären wir schon viel früher hier gewesen. Egal. Beim nächsten Mal sehen wir uns genau an dieser Stelle wieder. Mit mehr wachen Gedanken. Mit nicht so viel drumherum gelabere. Mit nicht so viel vorgelabere. Seit wann steht da ein Wolf? Egal. Wir sehen uns dann wieder. Ich freue mich drauf. Ihr freut euch. Eventuell drauf. Ich weiß, dass einige sich drauf freuen. Und gute Nacht. Bis dann.